Viele von euch sitzen zu Hause und sind positiv auf Corona getestet. Ja, und viele von euch haben parallel natürlich Post vom Gesundheitsamt bekommen mit der entsprechenden Quarantäneanordnung. Und da steht dann drin, die Quarantäne endet am. Und dann kommt ein Datum. Ja, und dann fragt man sich natürlich, endet am, heißt das jetzt, es endet dann an dem Tag oder davor oder danach? Schwierig. Also machen wir es mal mit einem Beispielfall deutlich. Da steht zum Beispiel drin, die Quarantäne endet am 1. März. Heißt das jetzt, ihr hättet am 28. Februar schon losgehen können oder am 1. März oder erst am nächsten Tag, also am 2. März? Wie ist das Ganze zu verstehen? Ja, so richtig juristisch eindeutig ist es nicht. Man kann es aber wirklich juristisch auch ganz klar so sehen, dass man sagt, endet am 1. März um 24 Uhr. Dann wäre es vielleicht ja, klarer auch für uns Juristen. Und so muss es tatsächlich auch verstanden werden. Also für alle, die ich jetzt enttäusche, wenn ihr so eine entsprechende Anordnung vom Gesundheitsamt habt, dann ist es tatsächlich so, dass 10 volle Tage Quarantäne gelten. Und danach, also bei meinem Beispiel dann ab dem 2. März, könnt ihr losgehen, auch ohne Tests. Also sprich, ihr braucht keinen PCR-Test, ihr braucht keinen Schnelltest, ihr könnt weiter losgehen. Was einem aber niemand sagt, ist, wenn man dann wieder positiv getestet wird, ja, geht es wieder direkt zurück in die Quarantäne. Also sprich, wenn du zum Beispiel dann beim Arbeitgeber am nächsten Tag, am 2. März, ankommst und positiv getestet wirst, ja, dann ist wieder Quarantäne sozusagen am Start. Das kannst du verhindern, indem du dir einen PCR-Test holst. Der PCR-Test muss einen Wert von 30 bzw. mehr als 30 haben. Da gibt es einen sogenannten CT-Wert und der sagt etwas aus über die Ansteckung. Und ist dieser CT-Wert über 30, ja, dann kann es auch weitergehen. Ansonsten endet tatsächlich die Quarantäne erstmal automatisch nach 10 Tagen. Wenn du dich vorher freigetestet hast, was möglich ist, mit Schnelltest negativ oder eben auch mit PCR-Test über 30 nach 7 Tagen, dann musst du vielleicht gar nicht warten. Aber bei ganz, ganz vielen, als Trost an alle, die jetzt gerade dieses Video gucken, ist das gerade nicht der Fall. Also da kann man sich gar nicht nach 7 Tagen freitesten lassen, weil einfach die Tests noch positiv sind und auch noch deutlich positiv, also mit einem CT-Wert, der deutlich unter 30 liegt. In diesem Sinne, an alle, die dann noch warten auf den 10. Tag, ich kann euch sagen, dann wird es tatsächlich meistens besser. Dann funktioniert es auch entweder mit dem Schnelltest oder mit dem PCR-Test.